Ich schicke mich jetzt selber nach Hogwarts, Leute. Er ist halt einfach immer noch kaputt. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter! Hogwarts Mystery, und irgendwann werde ich das weniger dramatisch aussprechen, Leute, aber es macht halt einfach so viel Spaß. Ja, herzlich willkommen, Leute. Und ja, heute beginnt eine sehr, sehr spannende Aufgabe, denn wir haben in der letzten Folge erfahren, dass der gute Ethan Parkin, der weltberühmte Quidditch-Spieler und Vater von Sky Parkin, gar nicht so krass ist, wie er immer vorgegeben hat. Also, er ist schon krass, ja, aber nicht so krass, wie er vorgegeben hat, denn dieses eigentliche Manöver, was er sich die ganze Zeit als, ja, ich sag mal, Qualifikation aneignet und selber zurechnet, ist gar nicht seine eigene Qualifikation und auch nicht seine eigene Leistung, sondern eine Teamleistung gewesen, die er bald seine verkauft hat. Und ja, wir werden in dieser Folge mal ein bisschen näher darauf eingehen und Ethan Parkin vielleicht sogar heute schon zur Rede stellen. Bin sehr gespannt. Aber Leute, damit ihr auch schon mal Bescheid wisst, wir werden auf jeden Fall heute mit dieser Aufgabe weitermachen, damit wir auch in der Hauptstory nicht, ja, wie gesagt, den Anschluss verlieren. Aber beginnen jetzt erstmal hier mit dieser, und zwar mit Sky. Treffen in der Quidditch-Umkleidekabine. Huiuiui, los geht's. Hallo Sky, bist du da? Ah, da ist sie ja. Und ihr Vater ist auch da. Ist sonst noch jemand hier, der uns bespitzeln könnte? Nicht mal Niffler? Nicht mal Knuddelmuff? Oh, das ist ja traurig. Na gut, hallo Sky. Und hallo Ethan. Also werden wir ja heute doch vielleicht das Ganze ansprechen. Sogar vor ihrer Tochter. Vor seiner Tochter. Oh Gott. Da bist du ja, Sky. Ich habe gerade mit Madame Hooch gesprochen und sie hatte einige ziemlich interessante... Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, Daniel. Ich muss trainieren. Du darfst dich uns gerne anschließen, Daniel. Ich habe Sky gerade einige Ratschläge für Anführer gegeben. Weißt du, als ich zum Team gekommen bin, hat Hufflepuff dringend einen guten Anführer gebraucht. Und glücklicherweise haben sie mich bekommen. Wir haben den Quidditch-Pokal beim ersten Anlauf gewonnen. Ich habe gehört, dass es dir auch so ergangen ist. Das war eine Teamleistung. Sei nicht so bescheiden. Das Team hat keine großen Fortschritte gemacht, bis du dazu gekommen bist. Glaub mir. Es ist nicht so, als hätten wir es nicht versucht, Vater. Das war eindeutig nicht genug. Nur gut, dass ich hier bin, um dem Team vom Hufflepuff den Kopf zurechtzurücken. Was meinst du, Daniel? Was das angeht, habe ich einige Dinge zu sagen und mir wird warm. Liegt vielleicht auch an der Stimmung gerade hier. Ja, Leute, dann wollen wir mal. 3 Stunden Ahoi. Ja, also wir werden es jetzt in dieser Folge ihm erzählen und werden dadurch wahrscheinlich auch jetzt gleich seine Reaktion darauf erfahren. Und naja, daraus kann man dann schließen, was für ein... Also ich würde daraus schließen, was für eine Art Mensch er ist, weil, naja, entweder er hat sich einfach nicht getraut, Sky die Wahrheit zu sagen oder generell die Wahrheit zu sagen. Oder er ist wirklich so egoistisch und so narzisstisch, dass er sich diese Teamleistung als Eigenleistung angerechnet hat. Und das eben aus narzisstischen Gründen, was etwas, naja, doch durchaus verwerflich wäre. Oder er hat vielleicht wirklich, oder er glaubt es wirklich, wobei das auch relativ narzisstisch wäre, oder? Ach, ich bin gespannt, Leute. Auf jeden Fall wird seine Reaktion jetzt gleich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und vielleicht auch die ein oder andere Frage aufklären, die sich da noch gerade stellt. So, missachten nochmal, dann nochmal bestätigen und dann nehmen wir, nein, nicht die 3, warum habe ich die denn schon angefangen, ey? Ja, ja, egal, nehmen wir trotzdem die 3, ist immer noch günstiger. So, damit haben wir diese Aufgabe auch erledigt. Und kriegen wieder Münzen. Und ich habe fast wieder 10.000, das ist gut. Weil mit Freunden essen ist ganz schön teuer, Leute, auf Dauer. Einsammeln. Himmel, bin ich wirklich so schlimm? Sky, bist du auch dieser Meinung? Leider ja, Vater. Ich hatte keine Ahnung. Ich wollte wirklich nur helfen. Habe ich wirklich so ein Chaos angerichtet, Daniel? Tut mir leid, aber das stimmt. Sie sind raus aus dem Team Parkin. Bitte seien Sie mir nicht böse. Ich hab schon irgendwie Lust, das zweite anzuklicken, oder? So ein bisschen, ne, Daniel Granger, der Anführer, der jetzt hier auf maskulinen Typ macht, der erstmal den berühmten Ethan Parkin aus dem Team wirft. Ja, ich finde mich, das macht meinen Ruf als Mary Sue wieder sehr, sehr gut. Ja, machen wir es mal. Sie sind raus aus dem Team Parkin. Zwingen Sie mich nicht, es zweimal zu sagen. Himmel, Daniel, beruhige dich. Das war ziemlich eindeutig.
Schon in Ordnung. Es ist gut, dass du zu deiner Meinung stehst, Daniel. Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt, Sky? Weil ich es nicht konnte, okay? Was willst du damit sagen? Ich habe es vergessen. Los, Sky. Okay, ich bin ganz Ohr. Na schön, schon seitdem ich klein war, hast du mich unter Druck gesetzt, damit ich die Familientradition fortsetze. Deine Tradition. Ich konnte dich nie stolz machen, sondern bestenfalls nicht enttäuschen. Das tut mir leid, Sky. Ich schätze, ich war ziemlich streng mit dir. Nicht alles war schlecht. Du hast mir beigebracht, wie man Quidditch spielt. Stimmt, das habe ich getan. Vielleicht gibt es doch etwas, das sie uns beibringen können. Was meinst du? Das Power-Manöver. Dann hast du also mein Geheimnis herausgefunden? Na schön. Kommt zusammen mit deinem Team zum Quidditch-Held. Ich werde euch mein mysteriöses Manöver zeigen. Oh weia, Leute. Das ist eine sehr gute Aussicht schon mal. Und ja, Power-Manöver lernen. Versammle deine Teamkollegen. Ich werde dir das Power-Manöver zeigen, sobald alle hier sind. Nein, das zeigst du uns gefälligst jetzt, Kollege Turnschuh. Sind alle hier? Kommt also aus Quidditch-Held, wenn ihr bereit seid. Ja, geht doch. Ja, Leute, manchmal muss man halt einfach nur ein bisschen energischer sein, ne? Und da der Daniel Granger mittlerweile schon im 6. Schuljahr ist und schon seit 6 Jahren die Mary Sue, ist er natürlich unglaublich abgehoben und ziemlich arschig und eingebildet. Und deswegen traut er sich, solche Sachen zu eigentlich krassen Berühmtheiten zu sagen. Ja, außer bei Penny. So, hallo? Ich habe über unseren Sieg meditiert, Daniel. Warum hast du mich zum Feld gerufen? Weiß ich nicht, du Jesus-Zwiebel. Hallo, Sky. Hoffentlich läuft das besser als unser letztes Training. Ja, das hoffe ich auch. Sollten wir wirklich so kurz vor dem Spiel noch eine neue Taktik lernen? Ja, solltet ihr. Meine Güte, ey. So, Ethan, zeig diesen komischen Haufen, wie das geht. Okay, kommt alle zusammen. Und keine Sorge, ich werde euch nicht gegeneinander antreten lassen oder so etwas in der Art. Das höre ich gerne. In der Tat, das Ungleichgewicht in unserem Team hat mich selbst aus dem Gleichgewicht gebracht. Genau. Vielleicht solltest du darüber mit Madame Pomfrey reden. Also, es ist so, ich war nicht immer ein Teamspieler. In eurem Alter ging es mir nur darum, der Beste zu sein. Ich musste den Namen Park in Ehre machen und so weiter. Sky weiß bestimmt, wie es sich anfühlt, oder? Definitiv. Wir haben den Quidditch-Pokal vor all den Jahren nicht gewonnen, weil ich besonders toll geflogen bin. Es war auch nicht mein Führungstalent, das uns den Sieg gebracht hat, sondern gutes, altmodisches Teamwork. Warum haben Sie das nicht gleich zugegeben? Warum all die Geheimnistuerei? Ich schätze, das hätte einfach nicht so eine gute Geschichte abgegeben, wie meine anderen Siege. Aber wenn ich darüber nachdenke... Wenn ich aus unserem damaligen Sieg die richtigen Schlüsse gezogen hätte, wäre ich heute vielleicht ein besserer Quidditch-Spieler. Und ein besserer Vater. Werd jetzt bloß nicht rührselig. Du hast recht, Sky. Also, pass gut auf. Ich werde euch zeigen, wie das Power-Manöver funktioniert. Alles klar, Leute. Dann wollen wir mal. Und, ach komm schon. Mann, oh, das wird alle meine Energiepunkte kosten. Ich will nicht, dass es alle meine Energiepunkte kostet. Meine Güte, ey, das ist mal wieder ein Spaß für die ganze Familie. 8-Stunden-Aufgaben ohne Ende. Ich weiß gar nicht, wie viel ich heute alleine schon gespielt habe. Ja, gut, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen, Leute. Aber hey, meine Vermutung zumindest ging in Teilen auf, also dass Ethan Parkin, ja, eben doch etwas zu verschleiern hatte und dass er eben doch nicht ganz so an diesem Erfolg schuld war, wie er es immer vorgegeben hat. Und ja, ich muss sagen, also ein schlechtes Bild habe ich auf keinen Fall von ihm. Ich würde auch sagen, dass er ein sehr guter Vater ist, nur, ja, Fehler sind menschlich, Leute. Ich finde, das hat man jetzt auch in dieser Aufgabe wieder deutlich gemerkt. Selbst die Leute, die, ja, im ersten Moment als perfekt rüberkommen oder als, ne, ihr wisst, er hatte ja ein sehr gutes Bild. Gerade auch in den letzten Monaten und Jahren in diesem Spiel wurde er immer als eine Person, verbildlicht, die
unglaublich Tolles vollbracht hat. Und trotzdem, jeder Mensch, egal wie gut oder wie erfolgreich oder wie auch immer, jeder Mensch macht Fehler, jeder. Und nicht immer weiß man diese dann perfekt aufzulösen, beziehungsweise das wieder alles gerade zu biegen. Wisst ihr, wie ich meine? Und so auch in diesem Fall. Und ich finde es echt toll, dass er sich im Nachhinein diesen Fehler eingestanden hat. Und vor allem toll, dass er, ja, zu Sky doch ein sehr durchaus guter Vater ist. Also, finde ich zumindest. So, nachdenken nochmal. Dann nochmal nachsehen. So. Und dann nochmal verstehen. Dann nochmal verstehen, weil man nie genug verstehen kann. Dann nochmal erinnern, weil ich vergessen habe, was er gesagt hat. Und besprechen und lernen. Och, kommt schon, Spiel. Mach doch jetzt mal. Ich will das endlich hinter mich bringen. Dankeschön. So, nochmal zuhören. Und damit haben wir diese Aufgabe erledigt. Dankeschön, Spiel. Ja? Hallo? Ah ja, so. Dafür kriegen wir nochmal ordentlich Münzen und einsammeln. Okay, jetzt seid ihr wirklich bereit. Zeigt mir euer bestes Power-Manöver. Wow. Es sieht schon irgendwie cool aus, glaube ich. Ich glaube, da könnten eventuell Leute bei sterben. Sah sehr gefährlich aus. Wir haben es geschafft. Gut gemacht, Sky. Gut gemacht, Daniel. Mehr gibt es nicht zu wissen. Seid mutig und vertraut einander. Ich muss zugeben, ich habe mich in ihnen getäuscht, Ethan Parkin. Ich dachte, sie seien selbstsüchtig und nur auf den eigenen Ruhm bedacht. Jetzt sehe ich, dass du auch zum Teamwork und zur Selbstlosigkeit in der Lage bist. Vielleicht sind sie besser ausbalanciert, als ich es jemals sein werde. Danke, dass sie uns das Power-Manöver beigebracht, gezeigt haben, Ethan. Selbst wenn es unseren Kapitän in eine existenzielle Krise gestürzt hat. Ich danke dir, dass du mich darauf gestoßen hast, was ich aus eigener Verbohrtheit nicht bemerkt habe. Gern geschehen. Hast du Lust, wieder zur Aufwärmparty zu gehen, Sky? Oh nein, schon wieder diese Aufwärmparty. Unser letzter Auftritt war so toll, dass es schade wäre, nicht hinzugehen. Du kannst auch gerne mitkommen, Vater, wenn du möchtest. Mach dir um mich keine Sorgen. Genießt euren großen Moment. Ich komme vor dem Spiel zu dir. Okay, wir sehen uns auf dem Trainingsgelände. Alles klar, Leute. Das heißt, erstmal wieder abschießen vor einem Spiel. Das macht am meisten Sinn. Und ja, an der Aufwärmparty teilnehmen. Ich bin bereit. Lass uns zum Trainingsgelände gehen. Ja, werden wir auch, Sky. Aber erst in der nächsten Folge. Weil ich habe meinen Zuschauern versprochen, dass wir heute in der Hauptstory weiterverfahren. Und wir haben jetzt nur noch zwei Aufgaben hier in diesem Nebenevent. Deswegen werden wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge da machen. Aber jetzt, wie gesagt, nochmal hier diese Aufgabe. Und zwar brauchen wir Kylies Gitarre, die in Filchs Büro liegt, denn sonst kann das Konzert am Schwarzen Seeufer nicht funktionieren. Ohne Gitarre, logischerweise. Und ja, das werden wir uns jetzt mal hier anschauen und hoffentlich werden wir auch diese Gitarre finden. So, hallo Filch, die steht halt einfach direkt da in der Ecke. Wie mysteriös und wie geheimnisvoll ist das denn bitte? Als ob ihr die nicht findet, ihr Esel, ey. Ach komm schon. Hallo, ich hab die in einer Sekunde gesehen. Er hat gerade sogar hingeguckt. Wir müssen uns beeilen, um Curlys Gitarre zu finden, Daniel. Filch könnte jeden Moment zurückkommen. Keine Sorge, Lancer. Ohne dieses Instrument gehe ich nicht von ihr weg. Ich habe den Schwestern des Schicksals versprochen, dass wir es zurückbringen, damit sie ihr Konzert am Schwarzen See spielen können. Hoffentlich mögen die Wassermenschen die Schwestern des Schicksals so sehr wie ich. Da bin ich mir sicher. Wenn es so ist, laden sie mich vielleicht in den Schwarzen See ein, damit ich weiter nach dem verwunschenen Verlies suchen kann. Oh, er hat sie gefunden. Wow. Gut gemacht, Daniel. Sieh nur, Lancer. Dort drüben ist eine Gitarre versteckt. Das muss Curlys Gitarre sein. Wem sollte sie sonst gehören? Filch ist zu mürrisch, um ein Instrument zu spielen. Höchstens vielleicht für Mrs. Norris. Schnell, schnapp dir die Gitarre und lass uns verschwinden. Na, ich glaube, das wird nicht klappen. Was habe ich gesagt? Was haben wir hier? Mr. Filch! Was haben Sie beide unbeaufsichtigt in meinem Büro verloren? Dafür gibt es bestimmt eine einfache Erklärung. Nun, hallo, Mrs. Norris. Es freut mich immer zu sehen, dass sie mich mag. Oh, das ist halt ehrlich süß. Das ist ungewöhnlich. So wie Mrs. Norris. Mrs. Norris? Das ist es.
Mr. Filch, wir sind hier, weil Elenza und ich gerade darüber gesprochen haben, wie wunderbar Mrs. Norris ist. Ich wusste nicht, dass Sie Mrs. Norris mögen. Und Sie sollten trotzdem nicht in meinem Büro herumschnüffeln. Wir haben nicht herumgeschnüffelt. Wir wollten ein Lied für Mrs. Norris schreiben und haben eine Gitarre gebraucht. Elenza wusste, dass Sie eine haben. Das klingt nach einem Haufen... Nun, ich weiß nicht so recht, wonach. Aber ich weiß, dass sie beide sofort ins Büro des Schulleiters bringen sollte. Ich sie ins Büro des Schulleiters bringen sollte. Bitte nicht. Wir sind wirklich hier, um ein Lied über ihre Katze zu schreiben. Wir brauchen nur einige Informationen. Darum ist es perfekt, dass Sie hier sind, Mr. Filch. Warum erzählen Sie uns nicht, was Ihnen an Mrs. Norris besonders gefällt? Schnurr. Ich meine... War das einigermaßen gut? Sogar Mrs. Norris scheint diese Idee zu mögen. Ich schätze, es ist nicht verkehrt, Mrs. Norris' Großtaten zu erwähnen, bevor ich meine Ketten auspacke. Alles klar. Ja, und ich hoffe, das ist die letzte Folge mit Filch, weil der ist echt mega ätzend für meine Stimmbänder. Und los geht's. Eine Stunde Ahoi. Na, immerhin ist da das Spiel gnädig und gibt mir nur eine 1-Stunden-Aufgabe. Das werde ich wohl gerade noch so hinkriegen. So, zuhören nochmal. Ich bin mal sehr gespannt, ob das jetzt alles soweit klappt. Filch ist, naja, nicht der Allerhellste, aber er hat auch schon oft solche, ja, Methoden von uns durchschaut, wenn wir ihn ablenken wollten oder so. Könnte also durchaus möglich sein, dass er auch hier wieder, ja, weiß, was wir eigentlich vorhaben. Aber ich bin mal sehr gespannt, vor allem auch, ob wir jetzt einfach so an die Gitarre kommen, weil ich meine, nur weil wir jetzt ein Lied spielen wollen, heißt das ja nicht, dass er die auch direkt uns überlässt, oder? Ich meine, er könnte ja auch sagen, okay, dann macht das hier, während ich zuschaue oder so. Wobei das auch komisch wäre. So, nochmal besprechen. Und dann nochmal das hier, sich Sorgen machen. Und damit haben wir diese Aufgabe erledigt. Oder? Ja? Und kriegen nochmal Münzen. Sehr gut, einsammeln. Ihre Hingabe und Ihre Bewunderung für Mrs. Norris sind außerordentlich, Mr. Filch. Und sogar Sie sehen, dass Mrs. Norris es verdient hat, mit einem eigenen Lied gefeiert zu werden. Und was für ein Lied soll das werden? Ich interessiere mich nicht für irgendeinen Unsinn. Eine bewegende Ballade? Ein Lied zum Tanzen? Ich glaube, Ballade passt besser zu Filch. Eine bewegende Ballade? Emotional und respektvoll. Wir wollen kommunizieren, wie inspirierend Mrs. Norris in Wirklichkeit ist. Ich schätze, Mrs. Norris würde ein Lied mögen, das den Menschen ihre tiefe Emotionen näher bringt. Genau. Mrs. Norris scheint Ihnen recht zu geben, Mr. Filch. Na schön, Sie können die alberne Gitarre mitnehmen. Ich konnte sie sowieso nicht leiden, genauso wenig wie den Störenfried, dem sie gehört hat. Aber das Lied wird hoffentlich gut und es muss Mrs. Norris gefallen, sonst... Das wird es, versprochen. Meine Pflicht ruft. Nehmen Sie das Instrument mit und gehen Sie an die Arbeit. Ich möchte Sie nicht mehr hier sehen, wenn ich zurückkomme. Alles klar. Daniel, das war genial. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber ich muss Mrs. Norris dankbar sein. Sie ist genau rechtzeitig gekommen, um mich auf die Idee zu bringen. Oh, ja, ich glaube, die ist nicht so begeistert. Dann ist wohl wieder alles normal. Los, fauch mich an, Mrs. Norris. Du hast deinen Zweck erfüllt. Und jetzt bringen wir diese Gitarre zu den Schwestern des Schicksals, damit sie ein Konzert am Schwarzen See spielen können. Oh mein Gott, Leute. Wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben die Gitarre endlich eingesackt und zu den drei Besen gehen. Wir jammern gerade noch, aber danach können wir uns in den drei Besen treffen. Ja, das ist doch super, Leute. Würde ich sagen, machen wir das, aber nicht in der nächsten Folge, oder? Na, müssen wir mal gucken, je nachdem, wie lange die nächste Folge gehen sollte mit den zwei letzten Aufgaben des Quidditch-Events. Aber nächste Folge werden wir auf jeden Fall das große Pokalfinale spielen gegen Gryffindor. Und ich bin sehr gespannt, was dort passieren wird und wir damit auch die zweite Saison abschließen werden. Also, wenn ihr dort dabei sein wollt, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Dann seid gerne beim nächsten Mal mit dabei. Müsste der Freitag sein, wenn ich jetzt gerade richtig zeitlich liege. Und ja, ich würde mich natürlich auch über jeden Daumen nach oben bei dieser Folge hier freuen und natürlich auch über jedes Abo auf meinem Logo. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge. Macht's gut, Leute, und ciao zusammen.